Mein Name ist Hans Klaus, ich bin 19 Jahre alt. Ich arbeite bei Leibhardtwerk Schwedt-Nord als Papiertechnologe. Also die Ausbildung als Papiertechnologe hier bei Leibhardt habe ich begonnen, weil, wie gesagt, meine Eltern mir das empfohlen haben und andere Bekannte. Und weil ich gehört habe, dass es hier sehr gut sein soll von der Ausbildung, man viel mitkriegt, man tariflich bezahlt wird. Und nach dem Bewerbungsgespräch habe ich einen Rundgang gemacht mit Herrn Böse und konnte mal die Produktionsanlagen gucken und mir einen Einblick verschaffen. Und das wirkte halt alles sehr interessant, sehr vielfältig. Und es hat mich einfach gereizt an der ganzen Sache. Der Beruf als Papiertechnologe ist für mich auch eine Leidenschaft, weil es mir einfach Spaß macht, herauszufinden, was ist im System gerade nicht richtig, woran können wir arbeiten, was können wir daran besser machen. Das ist mit viel Ehrgeiz verbunden. Immer alles am Laufen zu halten und zum Laufen zu bringen, das macht mir Spaß. Also am wichtigsten in der Ausbildung fand ich eigentlich, dass man gelernt hat, nicht aufzugeben, dass man immer nach einem Lösungsweg suchen muss. Das ist halt jetzt bezogen auf den Prozess, dass man, wenn man auf irgendein Problem stößt, eigentlich immer eine Lösung finden kann. Das kann man aber im Leben in seinem eigenen genauso gut anwenden. Also das Prüfungsergebnis von 92 Punkten macht mich natürlich stolz. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich nun damit der Bundesbeste bin in dem Bereich. Also ich hatte schon von den vorherigen Lehrjahren gehört, dass die Prüfungen sehr schwer sein sollen. Und gerade deswegen habe ich nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet. Und wir sind natürlich als Leibhardt stolz, dass wir in unserer Branche einen bundesbesten Azubi hervorgebracht haben. Ja. Zum ersten Mal, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir werden ja weiter ausbilden und vielleicht ist uns in der Zukunft dieses nochmal gegeben. Ja. Wir werden auf alle Fälle viel Intensität darin setzen, junge Menschen auszubilden, die dann verantwortungsvoll die Jobs übernehmen können. Also genaue Pläne habe ich mir nicht gemacht hier in dem Unternehmen bisher. Ich möchte auf alle Fälle hier in Schwedt bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber gleich nach der Ausbildung wurde ich hier in der DIP, OCC und ARA angestellt und das schaffen nur die wenigsten direkt nach der Ausbildung. Das ist für mich schon ein Meilenstein und damit hat man schon ein gewisses Ziel erreicht.